Servus aus Salzburg vom Hallo. Stefan und vom Michael. Wir sind hier auf Arbeitsklausur gewesen und haben uns gedacht, in Salzburg, wo wir gerade sind, nehmen wir das Stop Doing Fazit auf und erzählen genau. euch, wie es gelaufen ist, die ersten 3 Monate bei Stop Doing. Alle 30 Tage verändern wir unsere Gewohnheiten. Michael, was war das Stop Doing, was dir am meisten gebracht hat? Das Stop Doing, das mir am meisten gebracht hat, war sicher, dass ich aufgehört habe, die Mail-App und auch die Facebook-App am Handy aktiv zu haben. Also die habe ich aufgehört, also deaktiviert, und das ist großartig, weil ich habe viel Zeit gewonnen und auch Ruhe gewonnen. Also das war sicher das wirksamste Stop Doing. Cool. Das war richtig gut, kann ich empfehlen. Was war das Stop Doing, wo du noch Optimierungsbedarf siehst? Also es gibt ein Unordnungsthema, also im Büro und auch im Bücherregal und so weiter. Und ich wollte aufhören mit der Unordnung sozusagen, also Ordnung schaffen ist die Maßnahme. Und das ist mir noch nicht so 100% gelungen, weil ich es einfach nicht priorisiert habe. Das will ich noch angehen und das werde ich noch angehen. Und zwar innerhalb der nächsten 2 Wochen zumindest. Okay. Eine Wochenendentspannungsarbeit. Ja, ich wollte mal entspannen für meine Augen, wie das zuckt gerade. Es zuckt gerade ein wenig. Vielleicht wegen diesem weißen Bernhardiner. Das ist ein sehr schöner Hund. Okay. Was hat dir der Monat Instagram so gebracht? Ja, der Monat. Wir machen es ja schon länger, seit mehreren Monaten. Vielleicht für dich auch hilfreich zu wissen, was passiert, wenn man es über 3 oder sogar 4,5 Monate macht. Seit November gemacht. Ja. Und was hat es mir gebracht? Ein Umdenken, ganz allgemein im Prozess, dass ich immer wieder, mindestens einmal im Monat, diese Stop-Doing-Logik anwende und prüfe, macht das alles Sinn, was ich mache, was kann ich aufhören oder verändern, und dann verändere ich es auch. Und ich habe mehr Zeit für die wichtigen Dinge, für die schönen Dinge und auch mehr Freizeit. Wirst du es beibehalten, das Stop-Doing generell? Die Logik auf jeden Fall, und die Stop-Doing-Aktivitäten, die werden sich sicher auch entwickeln und verändern und den Prozess ja auf jeden Fall. Okay, die gleichen 4 Fragen an dich, und zwar die erste Frage ist, was war dein hilfreichstes, wirksamstes Stop-Doing? Das war mein Arbeitsschluss um 22 Uhr, den ich mir knallhart gesetzt habe, was sehr gut funktioniert hat im Januar, was mittlerweile, ich habe es 3-mal gebrochen, okay. Wenn man es sich hart anschaut, aber... Seit Januar? Genau. Gut, also im Schnitt also ein, von unserer Arbeitsklausur jetzt die ein Tag pro Monat sozusagen. Genau. Ja, okay. Und das gibt mir halt ordentlich Freiheit am Abend, was anders zu tun. Cool. Und jetzt ab morgen ist 1. April, geht es mit 9 Uhr weiter. Also ich werde es weiter reduzieren. Das ist sehr cool. Top. Mhm. Und was auch super war, dass ich jetzt alle Aufgaben über ein System verwalte. Okay. Ich habe ja davor Thunderbird gehabt und auch noch den Kalender in Thunderbird, wo E-Mails, wo Termine als To-Do drin waren. Das ist jetzt alles in ein System, Basecamp, und das bringt mir ordentlich Fokus. Klingt gut. Das waren so die 2 besten. Was, was nicht so gut funktioniert hat? Das weißt du eh schon, aber du noch nicht hier im Video. Ist meine Wochenplanung, die ich eigentlich am Freitag machen wollte. Ich habe es jetzt im März und Februar durchschnittlich am Montag erst gemacht. Aber ich habe es gemacht und es hat auch zu Fokus geführt. Aber das Problem ist, ich habe mir einfach zu viel aufgehalten über die Woche und habe dann am Freitag keine Zeit gesehen, das zu machen. Oder nicht die Priorität, deswegen erst am Montag. Priorität, ja. Wie? Üblich, ne? Ja. Und was auch nicht so gut geklappt hat, ist, dass ich mit den wichtigsten Dingen früh anfange, auch aus dem Grund, dass ich mir zu viel vorgenommen habe, und wenn man dann irgendwas so mitschleift über die Woche, ist es schwierig. Okay. Also da habe ich noch Optimierungsbedarf. Okay. Was hat es dir gebracht in Summe, das ganze Stop-Doing? Mehr Fokus und mein zweitbestes Quartal der Firmengeschichte habe ich gestern nachgebracht. Gratuliere. Das ist richtig cool. Und irgendwie so das Bewusstsein, dass ich Sachen aufhören kann und anstelle von den Sachen was anders mache. Und dass es sich orientiert, einmal drauf zu schauen, was macht man denn alles so, um sich Zeit freizuschaufeln für wichtige Dinge. Zum Beispiel hier zu stehen und einen schönen Ziel zu kriegen. Genau, in Salzburg. Ja. Dann erübrigt sich fast die letzte Frage, nämlich ob du es beibehalten willst. Also klares Ja. Und auch so, dass ich es anpassen werde, werden wir uns sicherlich weiterhin austauschen. Sehr gerne, ja. In dem Fall sind wir die Umsetzungspartner. Genau, also ich habe eine Mitverantwortung bei seiner Wochenplanung, sage ich gleich dazu. Ja, cool. Und genau, wenn ihr das Video jetzt hier als erstes seht, dann schaut euch mal die Startschussfolge noch an und
Genau. Und vielleicht haben wir noch ein paar intelligente Fragen für dich. Die Frage, ob uns das eine einfällt oder mehrere. Nämlich, wie wird das Wetter heute machen? Intelligente. Also im Sinne von Stop Doing fällt mir ein, die erste Frage, was sind meine wichtigsten Ziele und Wünsche im Leben? Und dann, was mache ich für Aktivitäten so den ganzen Tag? Und was trägt nicht bei, dass ich meine Wünsche und Ziele verwirkliche? Und was kann ich eliminieren? Und so ein Stop Doing Prozess, in kurz ist mir gerade dazu eingefallen. Ja. Und wenn du es genauer anschauen willst, dann klick hier. Und du siehst die Startschussfolge. Okay, in diesem Sinne, viel Erfolg und gutes Gelingen. Ja, macht's gut. Ciao. Schönen Gruß aus Österreich. Monatsmart.